Okay. Winners wir fangen ganz Game klassisch Battlefield an. Niki gegen Karol. Game 1. Place your bets now. Der klassische Berliner, der hier Weekly ich after Weekly Berlin abgeräumt hat vor Corona. Der aus Franken kommt. Echt, ja? Ja. Ich kann es so wenig über Jeremy Melly sehen. Ich bin der schlechteste Commentator. Egal. Dann konzentriere ich mich aufs Spiel. Was ich, auch nicht alle, oh. was ich auch nicht analysieren kann, weil ich Puff-Spieler bin, aber egal. Oh, ich habe mir das Spot-Dodge. Richtiger Niki-Move, oh. Niemand Spot-Dodge dir. Außer Banane mit dem Samson. Das wäre halt richtig geil, wenn mal Arthur oh. gewinnen würde. Direkter B, okay. Das wäre schon sick. Hat er ein Game geholt letztes Mal? Mir war so, oder? Mir war so, als ob Niki gar nicht so dominiert hat letzte Woche. Deswegen. Nein, letzte Woche war er nicht da. Vorletzte Woche. Deswegen, ich gerade auf jeden Fall die Chance. Edge guardet hier super. Diese erstmal schon alles gecovert. Okay. Die AB war gut. Unconventional, oh. aber das ist halt Niki. Der macht Sachen, die hat man noch nie gesehen. Der hat Flowcharts, er weiß genau, was er machen muss. Okay, die Abwehr war komisch, weil Karun kann SD1, er kann daraus SD1, ist kein Problem. Deswegen hätte ich eher einen Back-Air erwartet. Aber ja, die Kombos, die er von der Abwehr kriegt, sind natürlich viel more rewarding. Vor allem, wenn er mal nicht SD1. Genau, aber ja, bei Karun kann man es eigentlich erwarten, weil der, ich denke mal, der übt es wie sonst was oder halt kann das irgendwie. Wie hieß er noch? Ihre Stimme kommt richtig gut hier an. Hm? Ihre Stimme kommt richtig gut hier an. Also richtig hell. Komisch. Naja, okay. Ja, das war die einzige helle Stimme. Ja. Außer deine. Meine Stimme ist auch sehr hell. Das stimmt. Oh, finde ich geil. Meine Lache ist auch, denkt man, zum Mittel. Jo, oh, was? Er kommt zwischen. Beides hat nicht getroffen. Er hätte jabben müssen. Er hätte jabben müssen. Der hat dann gejabbt, aber hat er auch nicht getroffen, weil er zu nah dran war. Genau, weil da war das zu nah dran. Hätte ihn direkt gejabbt, hätte es getroffen. Macht einen interessanten Approach auf die Recovery. Okay, die Rolle. Die Shines sind Ruth. Oh, das ist böse, böse. Ja. Da sagt Karol nicht nein, dann nimmt er sich einen Zock. Lässt er sich nicht zweimal sagen. Okay, zwei Stocks jeweils. Oh, der Downthrow an der Ledge, das war gefährlich, aber Niki kann den Slide off. Oh, die Abwehr! Oh mein Gott, das ist der früheste Muffstock, den ich je gesehen habe. Die Double Abwehr von der Top-Plattform. Mit 75% nach der Kombo. Schon wieder ein Spot-Touch, um meinen Grab zu verhindern. Er lasert ein bisschen, er geht rein mit einem Schein und beim Stehen, das war nicht so geklappt. Up for up tilt. Ja, die Side-Gee war gut. Schon wieder, up for up air. Er traut sich das immer. Vielleicht hat er gemerkt, dass Karol das nicht jedes Mal drauf hat und dass es sich lohnt, dass ab und zu mal die Follow-up zu verkacken, wenn er dafür dreimal so guten Follow-up kriegt, als wie von der Becke. Als wie. Und der Stills war insane. Er hat den Grab gebaitet, er weiß, dass er den Grab haben will. Ey, was geht? Jojo und Mike. Der Fox Marv Experte am Apparat. Nicht so nah. Wir haben Headphone-User. Also früher musste man immer so nah rangehen. Nee, das ist mein Mikrofon jetzt. Ach scheiße, sorry Leute, sorry. Junge, entschuldige dich bei allen sechs Zuschauern. Ach, sorry. Entschuldige dich bei OB. Das ist fast immer OB ist im Chat. Ey, sorry, angeblich. Stivo und das sind mehr als sechs Leute, aber sonst. Okay, das nächste Game hat begonnen. FD natürlich. Oh mein Gott, er Shield grabbed und es hat geklappt. Das ist eine seltene. Upthrow Smash. Oh, und er kommt mit der AB direkt auf den. Da hat er sich so viel Zeit gelassen. Er hätte Fastball mit seiner AB müssen. Das war tricky. Oh, du hast recht. Fastball AB hätte geklappt. Mann, du bist schlau. Naja. Ich spiele alle Charaktere. Das ist auch so ein Cheat. Das Gefühl habe ich so. Gerade im Recovern hatte ich immer Probleme. Deswegen muss ich das genauer angucken. Oh. So neutral, weißt du was, kann ich nicht kommentieren, weil ich davon keine Ahnung habe. Ne, oh, nice. Fastball Abi mit Jigglypuff, ne? Ich glaube, es gibt nicht so viele Marks, die, wenn sie Dash Dance so. Die so die Länge ihrer Dashes ändern. Ich glaube, viele Marks haben immer so die gleiche Dash-Stelle, wenn sie. Damit kann Marks das richtig gut aussehen. Ja, Marv kann das richtig einfach geil. Das ist der einzige Charakter, so richtig geil ist. So. Naja, Falcon auf. Beziehungsweise, also nee, die ändern schon ab und zu ihre Dashlänge, aber viele Leute. Oh, 50% mal eben.
viele Leute nutzen nicht die, den längsten. Ja, den Wave Dash in Up-Tilt, das war sehr gut. Ja, das, meinst du, Karin macht das auch, oder? Das war weiß ich nicht, ich will jetzt nichts okay, Falsches okay. sagen, aber... Okay. Also. Ich glaube, er mixt halt immer Wave Dashes beim... Auf jeden Fall. Down-Tilt, Alter. Ich krieg auch nichts, ich bin auch voll schlecht gegen Down-Tilt. Den Double-Jump hat er schon mal aufgebraucht, weißt du das? Ja. Meine ganze Strategie gegen Down-Tilt ist Crouch-Canceln, aber die klappt nicht bei 100%. Nee. Oh, steht um rauszukommen. Er macht immer Up-Air noch. Also, Niki macht immer Up-Air. Oh, gut, dann, ja. Da hat er ihn. Nee. Oh, was? Wow, nein! Das Feuer! Also was für eine große Hitbox war das? Das ist diese... Und so schnell auch. Crouch-Cancel-Grab. Und der Shins-Grab. Hast du eigentlich keine mal NTS PAL gespielt? Wie? Hast du mal PAL gespielt? Also ich habe früher, als das Weekly noch PAL war, genau. Habe ich PAL gespielt. Auch schon hier. Da war ich ein paar Mal noch hier, aber ich habe zu Hause mal NTSC geübt. Oh, das ist nice. Für die Future, oder? Ja. Wusstest du das? Oh, der Apfel tötet! Ich wusste, dass es kommt. Crazy. Ein Arthur mit dem nice Prozess. Ein Fastfall am Apfel getötet. Oh, scheiße. Ja, der Downfall an der Ledge kann ihn verwandeln. Oh, nein, der Crouch cancelt Downtilt und tönt es selber in seine Kill-Kombo. Er hat den Down. Er hat die Fair ein bisschen zu spät gemacht. Ja, er hat ihn landen lassen. Das war das. Das war, es ist sehr schwer. Fox kann da. Ja, hat viele Möglichkeiten, den Double Jump zu nutzen. Also, wenn er gut ist, dann geht er wieder sofort auf FD. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, er kann nicht so gut Schenkel, oder? Macht er gar nicht so gut. Obwohl Mango hat gesagt, dass... dass hey, Mango hat doch zwei macht. Games gegen Senk geholt auf FD. Ich dachte, er hat auch gesagt danach, dass Fox Marv bietet auf FD. Leffen stimmt auf jeden Fall zu. Ja. Und das also in Theorie kann Arthur Chain grabben. Er weiß auch, okay. Also er weiß auch, wie man richtig Chain grabbt. Aber Niki weiß auch, wie man rauskommt. Oder wie man schwer macht zumindest. Ja, also Arthur macht, nein, ich will schon sagen, Arthur weiß in seinem Kopf, was man machen muss, aber im Spiel macht er halt manchmal nicht die Regeln. Ach so. Aber wenn er sich der Shorten! Und damit er nicht in den Downhill fliegt. Wenn er sich das angucken würde im Nachhinein, wüsste er genau, was man hätte. Das muss schon. Ja, aber wenn er sich mal nicht fühlt, zu Oh ja, das war zu hoch, um vom Jab abgehalten zu werden. Und zu nah dran. Schon wieder ein Shot. Oh, das war ein sehr, 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 sehr sexy Ledge Dash. Ja. Niki kann das also. Spielt er auf Box? Nein. Okay. Nur andere Niki. Mann, das ist Box-Propaganda. Ja, den Double Jump. Controller-Propaganda. Up hier schon wieder. Immer. Er denkt gar nicht daran, den Backer zu nutzen, weil davon kriegt er viel bessere Punishes. Und Karin kommt da irgendwie nicht mit, wenn der SDI. Ist auch schwer, muss man sagen. Aber weil er das Pacing ein bisschen mix hat immer. Und Down-Tilt-Abwehr. Crouch ist sehr gut. Das sah aber so aus, aber gar nicht ist sie halt. Crouch ist einer der besten Tools, die es Crouch ist gerade für Fox gegen Marv absolut insane. Okay, alle Landing Areas und so. Gerade ein bisschen einziger was hart sind Grabs. Um dagegen anzukommen. Oh, ja, diese Kombos, diese Fox-Kombos. Schön Kombo gestartet. Die sind gut, die sind so gut. Also Arthur macht eigentlich genug neutrale Sachen richtig, aber bei Punish und so reicht es manchmal nicht. Wow! Die Weak Abwehr für Smash. Okay, das kann man machen, aber dann hast du, hat er gesehen, dass der das ist mir auch gemacht, über 100% an L drückt. Das kann er nicht an Ledge geben. Ja, das ist Absicht, aber er hätte auf die Ledge gehen müssen. Weil Niki hat sehr früh mit dem L-Drücken bekommen. Wahrscheinlich, weil Karin früher ganz oft sehr früh die AP benutzt hat und ihn getroffen hat. Oh. Up-Tilt? Jawohl. Warum tippert so ein Up-Tilt eigentlich, wenn man in dem Charakter ist? Ja, das war, glaube ich, gar kein Tipper, oder? Nee, ist so stark ein Tipper. Achso, nee, der Grund, warum es tippert, ist, weil Marc, der sich mit dem Körper nach vorne lehnt. Und das war's. Oh, das war's. Mit einem Schein beendet Niki das Game. Das Set, meine ich. Was? Losers. Das war Winners Finals. Niki ist jetzt im Grand Finals und wartet darauf, dass Karin sein Losers Run beendet. Strawstream und Lil Fruzy haben ihr Set anscheinend.